Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Jojo und heute präsentiere ich den Unterschied zwischen Sneakern und Wanderschuhen. Es zieht immer mehr Leute nach draußen, Alternativurlaube, Aktivurlaube, Wandern, Campen ist gerade in aller Munde. Und da hast du dich vielleicht auch schon gefragt, ob es denn wirklich nötig ist, einen Wanderschuh zu kaufen oder ob du nicht auch mit deinen Sneakern losgehen kannst. Wo die Unterschiede sind zwischen Sneakern und Wanderschuhen und wie du deinen perfekten Schuh findest, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Stell dich darauf ein, dass das Video ein bisschen länger werden könnte. Ich habe auf jeden Fall Timestamps hinzugefügt und du kannst unten in der Zeitleiste zu deiner Lieblingsfrage switchen oder zu dem Thema, was dich besonders interessiert, falls dir das Video insgesamt zu lang ist. Wenn es dir gefällt, würde ich mich aber super freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben geben könntest. Das ist super für den Algorithmus und das würde mich und meinen Kanal sehr unterstützen. Ansonsten nimm dir ein Getränk deiner Wahl und wir legen los. Um Unterschiede zwischen Sneakern und Wanderschuhen überhaupt erst herausstellen zu können, müssen wir uns zuallererst anschauen, wie so ein Schuh überhaupt aufgebaut ist. Manche Schuhe haben ganz einfach eine Sohle quasi und manche Schuhe haben mehrere Schichten von Sohle mit drin. Und das sieht man vor allem auch bei dreckigen Wanderschuhen ganz gut. Hier sieht man, sind wirklich verschiedene Farben zu sehen, verschiedene Schichten von Sohle. Und zwar haben wir in der Regel bei vielen Sneakern so eine große weiße Sohle, eine Schicht. Das ist in der Regel ein EVA-Schaum. Schaum sagt es vielleicht schon, das wird im Prinzip aufgeschäumt und man kann mit verschiedenen Dichten des Schaumes die Härte beeinflussen. Je weniger dicht ein Schaum ist, desto weicher und mehr Dämpfung gibt das Material. Je höher die Dichte, desto fester ist der Schaum, desto fester die Sohle dann am Ende auch. EVA hat den Vorteil, dass es sehr leicht ist und eine sehr hervorragende Dämpfungsfähigkeit hat. Das heißt, man sieht hier vielleicht auch schon, wenn ich hier so ein bisschen drücke, dass das Material halt nachgibt. Das ist halt so eine, das ist halt die Dämpfung und ja, wie der Name schon sagt, dämpft das einfach den Auftritt, sodass es ein angenehmes Tragegefühl gibt. EVA hat aber auch den Nachteil, dass es zum einen sich so ein bisschen abtritt. Das heißt, dass mit der Zeit die dämpfende Wirkung einfach verloren geht und das Material so ein bisschen einstaucht. Ja, der Schaum wird halt durch das Körpergewicht immer wieder zusammengedrückt und irgendwann kann er sich halt nicht mehr wieder schön aufbauschen und dadurch geht dann Dämpfung auch verloren. Also EVA härtet mit der Zeit aus bzw. wird halt immer fester. Ein weiterer Nachteil ist, dass EVA nicht besonders abriebfest ist. Das sieht man hier eigentlich auch ganz gut. Hier hinten ist noch ein bisschen Profil da, aber hier vorne, da wo man ja die meiste Zeit mit dem Ballen auftritt und abrollt, da ist das Profil schon gut abgetragen. Dadurch, dass EVA so weich ist, ist es aber auch leichter durchdringbar von zum Beispiel Scherben, Steinen, Muscheln und ja, alles, was halt ein bisschen spitzer ist, merkt man relativ schnell durch den Schuh durch oder kann auch direkt stecken bleiben. Bei einem eher niedrigpreisigeren Modell wie das hier haben wir halt tatsächlich nur die weiße EVA-Sohle drunter. Es gibt dann natürlich schon Sneaker, die auch etwas hochwertiger verarbeitet sind, zumindest eine weitere Schicht noch mit drin haben. Und das sieht man bei dem Modell hier, da haben wir auch die weiße EVA-Schicht drin und unten ist aber noch zum Schutz des Schaumes eine dünne schwarze Gummisohle mit drunter. Und die ist hier dran, um diese Abriebfestigkeit einfach ein bisschen zu erhöhen, weil ja, der EVA-Schaum alleine halt nicht besonders abriebfest ist.
Gummi ist wesentlich schwerer als ein EVA-Schaum, deshalb nimmt man in der Regel nur eine dünne Schicht. Außerdem ist Gummi schwer durchdringbar, also widerstandsfähiger gegenüber Scherben, Splitter, spitze Steine, Muschelscherben und so weiter. Genau, das Gummi findet man unter vielen Schuhen als Decksohle quasi, um die Sohle vor Abrieb zu schützen. Über EVA und Gummi haben wir gesprochen. Meistens finden wir in Wanderschuhen aber noch eine weitere Schicht. Und die ist meistens etwas dunkler. Und dabei handelt es sich um PU, also Polyurethan. PU ist hier dieses dunkle Material hier quasi. Das ist weniger stark dämpfend wie EVA, dämpft insgesamt aber gleichmäßiger und gleichbleibend. Denn PU ist formstabil und dadurch einfach auch länger haltbar. Deshalb findet man es häufig in Wanderschuhen, um zum einen die nötige Stabilität zu geben und weil man so einen Wanderschuh in der Regel ein bisschen stärker beansprucht als die EVA-Sohlen auf der Straße. Und da unterscheiden sich die Wanderschuhe von den Sneakern ganz deutlich. Dann gibt es auch noch extra Einsätze, das sind dann aber so ein bisschen so Spezialitäten aus TPU. Und zwar nimmt man das hauptsächlich für sehr, sehr stabile Schuhe, Bergsteigerschuhe, die zum Beispiel noch so Steigeisenaufnahmen haben oder für eine extra Stabilität als Einsatz im Schuh, quasi in der Sohle nochmal. Das sind aber, wie gesagt, Spezialitäten und die findet man nicht in allzu vielen Schuhen, deshalb werde ich da nicht weiter drauf eingehen. In der Regel haben die meisten Wanderschuhe eine aufwendigere Sohlenkonstruktion als ein Sneaker. Auch da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Es gibt sicherlich auch heftige Sneaker, die eine krasse Sohlenkonstruktion haben, die aber vielleicht eher für Sport gedacht sind. Ob das nun Basketball ist oder ich weiß nicht, mit Sneakern kenne ich mich nicht zu 100% aus. Sicherlich gibt es da auch aufwendige Sohlenkonstruktionen, aber bei den meisten herkömmlichen Straßensneakern ist es höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Bei Wanderschuhen ist es so, dass wir meistens eine etwas aufwendigere Konstruktion haben. Bei diesem Modell hier ist es zum Beispiel so, dass wir hier einen etwas weicheren EVA-Schaum haben, hinten an der Ferse, also mit einer geringeren Dichte, der für eine bessere Dämpfung sorgt. Hier in der Mitte haben wir ein zweites Stück EVA-Schaum mit einer etwas höheren Dichte, der also etwas stabiler ist als das Teil hier hinten. Und dann haben wir eben zum Schutz vor Abrieb auch noch eine Gummischicht hier dran. Die ist an den Seiten auch noch etwas höher gezogen, um dem Schuh ein bisschen mehr Schutz zu geben. Und auch vorne haben wir eine Gummikappe mit drauf, die das Ledermaterial nochmal vor Anstößen schützt. Ich entschuldige mich jetzt zwischenmals für diese wechselnden Lichtverhältnisse. Es ist heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Ja, deshalb haben wir hier ein bisschen wechselnde Lichtverhältnisse. Ich hoffe, das ist okay. Beim Wandern in unwegsamem Gelände kann es also dazu führen, dass wir buchstäblich über Stock und Stein gehen. Auch Baumwurzeln, Tannenzapfen oder loses Geröll können uns dabei begegnen. Und wenn man jetzt einen Schuh mit einer eher weichen oder sehr weichen EVA-Sohle trägt, dann kann das dazu führen, dass man jede Unebenheit des Bodens quasi durch die Sohle durchspürt. Gerade bei diesen weichen Sneakern ist es so, dass wenn man damit jetzt über Stock und Stein geht, man hat kein besonders stabiles Gefühl und die Sohle, die legt sich eigentlich nur um den Untergrund herum und das spürt man dann natürlich schon sehr deutlich durch den Schuh durch. Das kann sich zum einen unangenehm anfühlen, zum anderen führt das aber auch dazu, dass der Fuß schneller ermüdet, also fängt er schneller an zu schmerzen und man hat dann eigentlich gar keine Lust mehr wirklich weiter zu wandern. Sollte man sich also zum Wandern richtige Wanderschuhe zulegen, da gibt es von mir ein ganz klares Jein mit der Tendenz
zum Ja. Es kommt halt total darauf an, wo du unterwegs bist, was das für ein Gelände ist, was du bewanderst und wie lange du unterwegs sein möchtest und wie viel Gepäck du dabei hast. Denn läuft man mit einem schweren Rucksack, hat man natürlich zusätzliches Gewicht, was dann natürlich auch auf den Füßen lastet und auf der Sohle von unserem Schuh, der ja nun die einzige Verbindung zum Boden ist. Und das kann sich durchaus auswirken. Das kann durchaus Auswirkungen haben. Jeder Mensch hat andere Ansprüche an sich selbst und auch an die Wege, die er geht. Bist du also hauptsächlich auf weichen Waldböden unterwegs, sandige Wege, ohne jetzt viel Geröll oder Wurzeln oder Tannenzweigen, weil du halt auch viel im Park vielleicht einfach nur ausgedehnte Spaziergänge machst, dann ist ein Wanderschuh nicht unbedingt nötig. Wenn bei dir eine Wanderung aber erst ab 1500 Meter Höhe anfängt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, solltest du dir Wanderschuhe zulegen. Denn je höher man im Gebirge unterwegs ist, desto schroffer werden auch die Wege und die Untergründe. Und dann sollte auch der Schuh entsprechend angepasst werden. Grundsätzlich denke ich schon, dass ein guter Wanderschuh jedem gut tun würde, der gerne viel draußen ist, der auch mal in etwas unwegigerem Gelände unterwegs ist und Mittelgebirge etc. Da finde ich, gehört ein richtiger Wanderschuh schon mit dazu. Wenn man sich also jetzt dazu entschlossen hat, sich einen Wanderschuh zuzulegen, dann muss man ziemlich schnell die nächste Entscheidung treffen. Soll das ein hoher Schuh sein oder reicht mir auch ein flacher Schuh? Ich persönlich habe beides. Denn es gibt natürlich auch bei den Schuhen nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe beides ausprobiert. Ich habe einen hohen Wanderschuh und ich habe einen flachen. Und für Wanderungen, die etwas höher ins Gelände gehen, wo es halt wirklich etwas schroffer wird, wo man vielleicht auch mal kurze Kletterpassagen hat, da würde ich auf jeden Fall einen hohen empfehlen. Es kommt aber halt hauptsächlich darauf an, wie fit du im Knöchel bist. Neigst du häufiger zum Umknicken, dann solltest du auf jeden Fall einen knöchelhohen Schuh nehmen, sobald du auch ein bisschen ins Gelände gehst oder es etwas gebirgiger wird. Bist du aber total fit im Knöchel und bist noch nie in deinem Leben umgeknickt, dann kann für dich auch schon ein Halbschuh reichen. Grundsätzlich ist so ein hoher Schuh natürlich schon etwas wärmer, weil einfach mehr Fuß eingepackt ist in einem Schuh. Grundsätzlich würde ich aber nicht alleine davon abhängig machen, ob es ein hoher oder ein flacher Schuh wird. Denn wenn man in seinem lang ersehnten Wanderurlaub in der ersten Woche umknickt, kann der Urlaub halt auch wirklich schnell vorbei sein und dann ärgert man sich bloß, dass man nicht vielleicht doch einfach einen hohen genommen hätte und einfach etwas sicheren Stand gehabt hätte. Grundsätzlich denke ich, dass je höher man ins Gelände geht, desto eher sollte man sich auch einen knöchelhohen Schuh zulegen. Denn er bringt einfach wesentlich mehr Stabilität für den Knöchel. Man kann einfach gar nicht mehr so einfach umknicken. Dann kommen wir auch schon gleich zur nächsten Frage. Soll der Schuh wasserdicht sein oder nicht? Auch die Frage ist grundsätzlich gar nicht ganz so einfach zu beantworten. Denn auch da kommt es wieder total auf dich und dein Empfinden an. Jeder hat andere Bedürfnisse und auch andere Voraussetzungen. Was ich damit meine ist, Gore-Tex-Membranen sind natürlich wasserdicht. Das heißt, sie lassen kein Wasser rein. Gore-Tex-Membranen sind auch atmungsaktiv bzw. wasserdampfdurchlässig. Das heißt, Wasserdampf kann von innen nach außen gelangen. Damit das gut funktioniert, braucht es aber ein Temperaturgefälle von im Schuh zu außen von ungefähr 12 bis 15 Grad, damit dieser physikalische Vorgang überhaupt erst stattfinden kann. Wenn wir jetzt also draußen 20 Grad haben und die Sonne scheint, dann wird man in so einem Schuh schwitzen. Ich wage aber zu behaupten, dass man dann in eigentlich jedem Schuh irgendwie schwitzt. Und das Gefühl in einem Volllederschuh ist dann aber schon etwas angenehmer als in einem Schuh mit Gore-Tex-Membran. Man erkennt, ob ein Schuh wasserdicht ist, weil irgendwo dann so ein Gore-Tex-Schnippel mit dran ist. Oder man kann auch mal in den Schuh hineinschauen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennt,
aber hier ist halt so ein Futter drin. Und da ist jetzt auch überall Gore-Tex drauf gedruckt. Und das ist die wasserdichte Membran. Das heißt, ich kann hier bis zu dieser Kante mich ins Wasser stellen und werde nicht nass. Es wird kalt, auf jeden Fall, weil das Wasser dann ja den Fuß umspült und man merkt schon sehr deutlich, dass es dann kalt wird. Aber das Wasser kommt nicht in den Schuh rein. Vorausgesetzt, die Membran ist auch noch intakt. Bei einem Volllederschuh, da habe ich hier noch einen, sieht das anders aus. Und zwar, wenn man da reinschaut, sieht man sehr deutlich, hier ist halt überall Leder drin. Man kriegt Leder schon sehr gut wasserabweisend, wenn man es entsprechend behandelt, mit einem Lederwachs am besten. Aber richtig dicht wird es halt nicht. Wenn man bei jedem Wind und Wetter draußen ist, weil man zum Beispiel einen Hund hat und sowieso spazieren gehen muss mit dem Hund, auch bei Regen, oder wenn man zum Beispiel eine Hüttentour plant und ich weiß, ich muss heute Abend bei dieser Unterkunft ankommen, egal wie das Wetter ist, dann macht es durchaus Sinn, einen wasserdichten Schuh zu nehmen. Wenn du aber eher so der Gutwetterwanderer bist und bei schlechtem Wetter gar nicht erst rausgehst und den Tag viel lieber in der Therme verbringst, dann würde ich dir eher zu einem Volllederschuh oder einem Schuh ohne wasserdichte Membran raten, denn da ist das Fußklima im Schuh einfach ein bisschen angenehmer. Alright, ich glaube, die Hälfte haben wir schon. Jetzt geht's weiter zur nächsten Frage. Brauche ich eine feste oder eine weiche Sohle? Wie fest oder weich eine Sohle ist, merkt man eigentlich ganz gut, wenn man versucht, ihn zu biegen. Das hier ist eine recht weiche Sohle. Die rollt sehr gut und gleichmäßig ab, aber man spürt den Untergrund halt schon irgendwann durch. Für so normale, leichte Wege, sag ich mal, Wald und Wiese, ist das vollkommen ausreichend. Auch so Mittelgebirge würde ich hier auch noch mitgehen. Wenn es aber schroffer wird, wenn es wirklich in das, ich sag mal, voralpine oder alpinere Gelände geht, dann würde ich eher zu einer festeren Sohle raten. Und das sieht dann so aus, dass sich die schon nicht mehr ganz so leicht biegen lässt. Und dadurch spürt man auch loses Geröll oder größere Steine nicht mehr so stark durch die Sohle durch. Man hat mehr Stabilität, er ist auch etwas verwindungssteifer und das gibt einem in den unwegigeren Geländen durchaus mehr Trittsicherheit und Stabilität. Wenn ich mit einem schweren Trekkingrucksack laufe, dann erhöht sich natürlich auch die Belastung für die Sohlen und auch dann sollte man festeres Schuhwerk, eine festere, steifere Sohle wählen, weil ja die Belastung sich ja eben auf die Sohle überträgt. Grundsätzlich würde ich sagen, je höher es im Gelände geht, desto fester muss auch die Sohle werden. Und wenn es irgendwann richtig hochalpin geht, dann hat man meistens auch noch so Steigeisenaufnahmen an den Schuhen. So welche besitze ich nicht, aber genau, also je höher im Berg, desto fester die Sohle. Die nächste Frage, die zu klären ist, wähle ich Leder oder Synthetikschuhe? Wir haben hier also Synthetikschuhe und Lederschuhe. Der Unterschied zwischen den beiden ist im Prinzip das Außenmaterial. Der Vorteil von Synthetik ist, dass es in der Regel leichter ist und natürlich ohne Tierleid hergestellt wurde. Auch wenn ein Schuh lederfrei ist, heißt es nicht automatisch, dass er vegan ist. Es sind auch Kleber und andere Dinge hier mit drin, die durchaus irgendwo einen tierischen Ursprung haben können, nicht müssen. Aber man kann häufig gar nicht wirklich sagen, ist ein Schuh jetzt vegan oder nicht. Grundsätzlich ist es natürlich löblich, an das Tierwohl zu denken. Was die Nachhaltigkeit im Sinne von Langlebigkeit angeht, bin ich aber auf jeden Fall auf der Seite des Leders. Denn Leder kann man pflegen, sollte man übrigens auch. Und damit kann man die Lebensdauer von Lederschuhen wesentlich erhöhen. Wenn die Sohle hier komplett abgelaufen ist, dann kann ich den einschicken zum Hersteller und mir eine neue Sohle drunter machen lassen. Und in dem Zuge wird auch die Gummikappe vorne erneuert, sofern
das Außenmaterial intakt ist. Synthetikschuhe kann man natürlich auch bis zu einem gewissen Grad pflegen. Man kann und sollte Schuhe immer regelmäßig reinigen. Bei Synthetikschuhen ist es aber so, dass man das Leben jetzt nicht verlängern kann. Man hat es nicht wirklich in der Hand, wann das Material porös wird und dann bricht. Man kann natürlich insoweit darauf achten, dass man den Schuh nie lange dem Sonnenlicht aussetzt, also den Schuh nicht irgendwie draußen auf der Terrasse stehen haben, in der Sonne zum Trocknen zum Beispiel. Hier löst sich zum Beispiel die Gummikappe. Und in der Knickstelle hier ist das Material auch schon porös. Etwas besser erkennt man das noch bei einem Sneaker. Und zwar ist es hier so, dass da, wo die Knickstelle ist, hier auch schon wirklich ein richtiges Loch drin ist. Das lässt sich bei Synthetikschuhen fast nicht vermeiden. Deshalb, wie gesagt, Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Tierwohl, ja auch. Aber in diesem Fall tendiere ich definitiv zum Lederschuh, weil der einfach länger haltbar ist als ein Synthetikschuh. Bei der richtigen Pflege, ganz wichtig. Und wie man einen Schuh richtig pflegt, dafür mache ich dann aber noch mal ein separates Video. Das würde hier sonst jetzt den Rahmen sprengen. Alright, das meiste ist geklärt, aber jetzt gibt es noch eine wichtige Frage. Wie findest du deinen perfekten Wanderschuh? Und da gibt es nur eine ganz klare Antwort zu. Du musst es ausprobieren. Du kannst noch so viele Testberichte lesen, Reviews zu bestimmten Modellen anschauen, Empfehlungen von Freunden. Wichtig ist bei einem Schuh, dass er richtig passt. Und das kannst nur du erfühlen und das, indem du ihn anprobierst. Geh zum Fachhändler in deiner Region und lass dich dort beraten. Zieh verschiedene Schuhe an, verschiedene Fabrikate und finde heraus, welcher Schuh dir am besten passt. Denn nur so kannst du herausfinden, welcher dein perfekter Schuh ist. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, ein paar Fragen für deinen Schuhkauf vorab zu klären. Und jetzt freue ich mich auf deine Rückmeldungen, deine Fragen in den Kommentaren. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Abonniere auch ruhig gerne den Kanal, dann verpasst du kein neues Video. Und würdest mich natürlich auch unterstützen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Flieg bitte wieder raus. Ich habe hier zu tun. Oh Mann. In der und Gott, hier fliegen die Fliegen und Bienen in den Bus. Oh Gott. Hilfe.